Vielen Dank. Zum Aussagegehalt der Einlassung von Herrn Brettschneider hat sich ja wieder bereits geäußert. Zum Thema wohlfeile Situationsrhetorik. Wenn das, was da auch geäußert wurde, nah an Fake News ist, dann kann ich nur sagen, dann lebt die FDP und die Landesregierung nach dem Motto Perception is Reality und mehr begrenzt als visionär sind vor allem Ihre Erklärungsversuche, um das mal menschlich, aber auch zu relativieren. Ich glaube Ihnen, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, aber gut gemeint ist halt auch nicht immer gut gemacht. Vielen Dank.